So, ich mache mit der Mia gerade einen Spaziergang. Da verschwindet sie im hohen Gras. Wir gehen runter zum Tiber. Also hier nochmal die Mia. Sie geht sehr gut an der Leine, ist überhaupt kein Thema. Sie ist auch abrufbar. Sie kommt, wenn man sie ruft. Schauen wir mal, ob sie das gleich macht, so wie ich das sage. Ich habe hier Leckerchen. Mia? Mia? Ja, fein und tüchtig, ja. Also die holt sie sich gerne ab. Sie zieht jetzt nicht übermäßig an der Leine. Das Anlegen des Brustgeschirrs, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil sie nicht gewohnt ist, sehr viel angegriffen zu werden. Oh, sie stürzt da gleich auf den Tiber zu. Schauen wir mal, ob sie auch schwimmen geht, ob sie ein Schwimmmaremane ist. Kann ich mir kaum vorstellen, aber die... Sie überraschen uns immer wieder. Füße nass lieber nicht. Gatschig ja, nass nein. Oh, Mia, was ist das? Ist das ein Spaziergang? Huh? Also, sie hat es wahnsinnig genossen, da jetzt rauszugehen. Oh, wird doch nicht. So, jetzt komm, na ja, komm, natürlich, dich machst du da super Mäuschen. Ja, na, dann gehen wir mal weiter. Also sie ist schon eine, wie gesagt, gestandene Hündin und für sie wird wahrscheinlich eine Bezugsperson existieren. Auch das Bürsten, das ist halt das Anhören von ihr, da ist sie... wissen wir noch nicht, wie es geht. Aber ein Tag, heute ist der erste Tag, wir haben noch einen Monat vor uns und mehr. Hm? Jeder Tag ist eine Lernstunde für uns. So, Mia und ich machen mal ein kleines Päuschen hier im Schatten. Sie hat natürlich nicht sehr viele Muskeln, muss man auch mal langsam aufbauen. Und ich möchte ein bisschen, dass sie Vertrauen zu mir hat und dass ich sie besser angreifen kann. Sie kommt schon, gibt Köpfchen. Also ich kann sie streicheln, aber das Bürsten weiß ich noch nicht, ob das so geht. Und ja, nochmal, wir haben Zeit. Ha? Und die Mia freut sich schon sehr. Gell, Mia? Hübsche Hündin ist das. Nicht so groß. Ja. Mia? Hey, Gülle. Hier kannst du zu mir?